Es spricht jetzt Frau Abgeordnete Schott für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Neuer Blick aufs Alter. Wir geben die passenden Antworten. Auf welche Fragen? Wer hat sie gestellt? Der Blick, das Alter? Es bleiben einfach Fragezeichen übrig. Und was ist neu? Sicher hat sich die Gesellschaft und damit auch die Rentnergeneration diversifiziert. Aber auch schon ausgangs des 20. Jahrhunderts sind nicht alle mit 60 hochdekoriert und gut situiert in Rente gegangen. Ich erinnere nur einmal an die mageren Frauenrenten. Man sollte nicht nur an die Beamtinnen in den Ministerien denken, Herr Minister. Was sind passende Antworten? Eine passende Antwort wäre gewesen, dass Menschen, die heute in Rente gehen, genügend Geld zum Leben und genügend Unterstützung im Alter haben. Diese Antwort gab uns die Regierungserklärung aber nicht. Und, Herr Minister, Sie haben gesagt, früher seien die Menschen hochverdient mit ca. 60 in Rente gegangen. Was bitte ist der geringere Verdienst der Menschen heute, dass sie nicht mehr mit 60 in Rente gehen dürfen? Das müssen Sie uns einmal erklären. Schauen wir uns die Politik der Landesregierung zur Seniorenpolitik an. Da wären wir schnell fertig. Da gab es eine seniorenpolitische Initiative mit Dialogforen 2011-2012. Ist dazu überhaupt etwas herausgekommen, außer einigen Hochglanzbroschüren? Hätte sich jemand erinnert, außer Frau Dr. Sommer, die eine Kleine Anfrage zum Thema gemacht hat? Der Sozialminister Grüttner hat uns heute über die Ergebnisse des ergebnisoffenen Dialogs informiert. Es gibt eine Broschüre, man engagiert sich bei der Barrierefreiheit, und es gibt einen Wettbewerb mit generationsübergreifendem Kochen. Das war's. Die nächste hervorragende Maßnahme der Landesregierung sind die seniorenpolitischen Blätter. Ich muss zugeben, ich habe sie erst jetzt wahrgenommen, als ich mich auf diese Rede vorbereitet habe. Die Hälfte der vierteljährigen Publikation ist Werbung für die Landesregierung. Erstellt werden sie von der Mediengruppe Mentamedia, eine Marke der Finanzpark AG, einem Offline-Verlagshaus zu dem Thema Börse und Finanzen. Ich möchte Ihnen die Themen der aktuellen Ausgabe nicht vorenthalten. Hessen hat Familiensinn. Trauercafés geben Angehörigen wieder Halt. Auch beim Frühjahrsputz an Rücken und Gelenke denken. Mein gutes Recht, Warenumtausch, was geht und was nicht. Angst vorm Arztbesuch, das muss nicht sein. Balkon und Garten frühlingsbunt gestalten, so geht's. Und Hessentag 2017. Damit sind Sie eine echte Konkurrenz für die Apothekenumschau. Das Engagement bezüglich des Themas Wohnen im Alter ist immerhin in zwei Publikationen gemündet. Es gibt eine landesweite Wohnberatungsstelle in Kassel mit Schulung von Multiplikatorinnen. Das ist sicher eine sinnvolle Maßnahme. Das Land nimmt die rechtlich festgelegte Betreuungs- und Pflegeaufsicht wahr, gibt den Rahmen für die Altenpflegeausbildung, verleiht die Pflegemedaille und veröffentlicht eine Broschüre sowie ein Internetportal zu Pflegeleistungen. Eine umfangreiche Notfallmappe ist leider nur auf Deutsch vorhanden. Jetzt kommt das Thema Senioren bei Hessen hat Familiensinn. Damit wäre dann aber die Regierungserklärung schon zu Ende. Es gibt allerdings tatsächliche Herausforderungen in der Politik für ältere Menschen. Schließlich haben wir es mit einer, wie Sie selber sagen, sehr heterogenen Bevölkerungsgruppe zu tun. Da hat der Sozialminister dann doch einmal recht, sollte aber den Blick auf alle Bevölkerungsgruppen ausweiten. Da ist die Hochaltrige, die bei ihrer Enkelin lebt. Da ist der 70-jährige Chef, der seine Firma nicht im Stich lassen will. Da ist die ältere Witwe, die schon längst Grundsicherungsleistungen beantragen müsste, wenn das nicht so schambesetzt wäre. Da ist das Ehepaar, das die Hälfte des Jahres in der Türkei oder in Marokko lebt. Da sind die jungen Alten, die entweder durch die Welt radeln oder vor Ort ehrenamtlich Deutschunterricht für Flüchtlinge machen. Da ist aber auch der Demenzerkrankte, den seine Ehefrau nicht mehr pflegen kann und vor der Entscheidung für eine Heimunterbringung steht. Wie titelt die aktuelle VdK-Zeitung? Rentner haben weiterhin das Nachsehen. Kürzungsfaktoren und hohe Abschläge bremsen die Alterseinkommen spürbar aus. Der VdK weiß, wovon er spricht.
wenn er die Abschaffung der Abschläge bei den Erwerbsminderungsrenten fordert und im Übrigen gemeinsam mit der LINKEN, und die steigende Zuzahlung von Medikamenten kritisiert er auch. Dies führt dazu, dass bei den Rentnerinnen und Rentnern die Armut innerhalb von 10 Jahren von 10,7 auf 15,9 gestiegen ist. Das ist ein Zuwachs um 50%. Lag die Armutsquote von Rentnerinnen und Rentnern vor 10 Jahren noch weit unterhalb der durchschnittlichen Armutsquote, liegt sie nun seit 2 Jahren bereits darüber. Hier irrt der Sozialminister genauso wie bei den Ursachen für Altersarmut. Es trifft nicht nur die von ihm genannten Gruppen. Es trifft viele Frauen mit niedrigen Renten aufgrund geringer Einkommen. Es trifft häufig die Generation der in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Eingewanderten, obwohl sie hart gearbeitet haben. Und es trifft diejenigen, die oft durch die Arbeit krank und erwerbsunfähig wurden. Rentnerinnen und Rentner entwickeln sich zu einer besonderen Risikogruppe der Armut. Es gibt eben viele, die nicht bis 67 arbeiten können und mit Abschlägen in Rente gehen müssen. Während auch hier im Haus häufig über einen Missbrauch sozialer Leistungen diskutiert wird, bleibt ein sehr viel größeres soziales Problem meist unbeachtet, die Nichtinanspruchnahme sozialer Leistungen. Viele Zehntausende Menschen in Hessen haben Anspruch auf Sozialleistungen, ohne ihn geltend zu machen. Und die Ursachen dafür sind vielfältig. Da gibt es Stolz, Scham, die Angst vor dem Unterhaltsrückgriff auf die Angehörigen, Angst vor den Behörden und ihren bürokratischen Abläufen, mangelnde Informationen und vieles andere mehr kann dazu beitragen, dass solche Leistungen nicht beansprucht werden, obwohl die Betroffenen sie bitter nötig hätten. Eine Frau hat mir ihr Leid geklagt, die Grundsicherung beantragt hat und dann erfahren hat, wie wenig Euro sie bekommt. Daraufhin hat sie gesagt, na, dann muss meine Tochter mir ab und zu ein Stück Brot dabei bringen. Da hat ihr der Mensch, der diesen Antrag entgegengenommen hat, gesagt, wenn Sie dauerhaft Geschenke bekommen, müssen Sie das hier melden. Wenn das der Umgang ist, der in unserem Land mit alten Menschen begangen wird, dann hat das mit Respekt nichts zu tun. Ach, habe ich das gerade erfunden, oder möchten Sie die Dame kennenlernen, dass sie Ihnen die Geschichte selber erzählen kann? Sie glauben nicht, was die Menschen in diesem Land erleben, und wenn man es ihnen sagt, bestreiten sie es. Das ist Ihre Haltung zu Situationen, die arme Menschen in diesem Land ausgesetzt sind. Sie selber werden nie in die Lage kommen, einen solchen Antrag stellen zu müssen. Deswegen können Sie hier in dieser Arroganz reden darüber, dass das nicht wahr ist. Diejenigen, die ab 2030 in Rente gehen wollen, erhalten nur 73% des durchschnittlichen Alterseinkommens und werden Altersarmut ganz persönlich kennenlernen. Gerade wenn ihnen in ihrem Erwerbsleben das Geld gefehlt hat, privat vorzusorgen, wobei dies ja ohnehin eher die Gewinne der Versicherungskonzerne als das Alterseinkommen sichert. Wir brauchen keine Deutschlandrente. Das Rentenniveau muss wieder auf 53% angehoben werden. Das ist die Forderung, die wir tatsächlich stellen müssen. Für jede und jeden muss es eine gesetzliche Mindestrente geben, die vor Armut im Alter schützt. Die gesetzliche Rente muss wieder den Lebensstandard sichern, ohne dass die Menschen auf private Vorsorge verwiesen werden. Nach einem harten Arbeitsleben muss man sorgenfrei und in Würde in Ruhestand gehen können. Dass das geht, sieht man in Österreich. Dort zahlen die Arbeitgeber 12,55% des Lohns in die Rentenkasse. Dort gibt es auch eine Erwerbstätigenversicherung. Das heißt, alle Menschen mit Erwerbseinkommen zahlen in die Rentenversicherung ein, auch Selbstständige, Freiberufler, Beamte und selbstverständlich Abgeordnete, Ministerinnen und Minister und Staatssekretäre und Staatssekretärinnen. Und mit 65 geht dann jeder abschlagsfrei in die Rente. In den vergangenen Jahren waren 22% der verstorbenen Menschen jünger als 70 Jahre. Vor allem die Armen müssen früher sterben. Nach einer Studie des Robert-Koch-Instituts sterben arme Frauen 8,4 Jahre früher als ihre wohlhabendsten Altersgenossinnen. Die armen Männer müssen sogar 10,8 Jahre eher gehen. Und darum ist jede Forderung nach der Rente erst mit 67 oder noch später zynisch, da sie armen Menschen nicht einmal ein paar Jahre Ruhestand gönnt. Eieiei, das ist alles, was Ihnen dazu einfällt. Ja? Sie wollen die Welt nur so sehen, wie Sie sie sehen, aus Ihrem Blickwinkel derer, denen es gut geht. Versuchen Sie einmal, den Blickwinkel derer anzunehmen, denen es nicht gut geht, und dann würden Sie sich das Eieiei hier vielleicht verkneifen.
Auch die einkommens- und vermögensgeprüfte solidarische Mindestrente aus Steuermitteln gibt es in Österreich. Wer in Österreich auch nur einen Cent Rentenanspruch hat, erhält als Single mindestens 1.038 € Rente. Mit mindestens 30 Beitragsjahren sind es sogar 1.167 €. Für solche Reformen sollte sich Hessen auch auf Bundesebene stark machen. Bis dahin hat die Landesregierung die Verantwortung, die Folgen der Armut erträglich zu machen. Das bedeutet, sie muss alles dafür tun, dass eine Teilhabe auch für arme Menschen möglich ist. Sie hat gemeinsam mit den Kommunen die Aufgabe, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Sie muss dafür sorgen, dass Menschen den Zugang zu den ihnen zustehenden Sozialleistungen erhalten. Sie muss dafür sorgen, dass Mobilität möglich ist, dass sie barrierefrei und kostenlos ist, eventuell vorübergehend durch eine Teilhabekarte, mittelfristig in Zusammenarbeit mit den Kommunen und den Verkehrsverbünden durch ein Umlageverfahren. Meine Damen und Herren, die Statistik zeigt deutlich, die ältere, über 65-jährige Bevölkerung lebt eher in den ländlich strukturierten Regionen Hessens. Dies bedeutet aber, dass sie die volle Wucht der mangelhaften Infrastruktur trifft. Eigentlich wollte die Landesregierung regionale Atlanten zur gesundheitlichen Versorgung herausgeben. Daraus ist scheinbar nichts geworden. Somit kann ich nur auf die Zahlen von vor 3 bis 4 Jahren eingehen. Schon damals waren fast ein Drittel der Hausärztinnen und Ärzte 60 Jahre und älter. 2017 waren bereits 1.102 Ärztinnen und Ärzte, die einen Nachfolger suchen, und 2020 sollen es 1.575 sein. Wenn Hausärzte mit 65 Jahren ihre Praxis abgeben, liegt der Wiederbesetzungsbedarf in 2020 bei 40% in Hessen. Das ist fast die Hälfte. Es wird Zeit, dass wir da mal in die Puschen kommen, uns ernsthaft Gedanken zu machen und Lösungen zu finden. Bereits jetzt ist es in nicht wenigen Kommunen schwierig, einen Hausarzt oder eine Hausärztin zu finden. Und fragen Sie erst einmal, wenn Sie Leiter einer Senioreneinrichtung sind, wie schwierig das sein kann, da jemanden zu finden. Vor allen Dingen, wenn der Kollege oder die Kollegin, die es macht, in Ruhestand geht. Wer noch Kapazitäten frei hat und vielleicht auch noch Hausbesuche macht, bei Bettlägerigen oder bei nicht mobilen Patientinnen oder Patienten, ist kaum mehr möglich. Wenn die bisherige hausärztliche Versorgung nicht mehr funktioniert, erscheint am Horizont die Wunderwaffe der Telemedizin. Ich kann mir vorstellen, wenn Assistentinnen bei älteren Menschen vor Ort sind, über Internet Daten überliefern und mit dem Arzt oder der Ärztin Kontakt aufnehmen, dass das hilfreich sein kann. Ich sage dies bewusst in der weiblichen Form, weil hier wieder eine Berufsgruppe geschaffen wird, die so wenig verdienen wird, dass das nur Frauen machen werden. Es wird aber nur in bestimmten Fällen möglich sein, dass die Seniorinnen und Senioren ihre Daten selbst übermitteln. Die Anzahl der über 80-Jährigen, die Online-Banking macht und mit ihren Enkelinnen chattet, ist eben noch nicht so hoch. Diejenigen sind von Informationen und Zugängen abgehängt, die keinen Internetzugang haben, und das sind viele arme Menschen und viele Seniorinnen und Senioren. Da hilft es nicht, wenn die Tagesschau auf ihre App verweist, wenn man keine Ahnung hat, was das ist. Aktuell schließen viele Sparkassen ihre Filialen in den Wohngebieten. Auch diejenigen, die nur noch mit einem Terminal ausgestattet sind. Dies führt dazu, dass Seniorinnen ihre Geldgeschäfte nicht mehr selbstständig erledigen können oder lange, beschwerliche Wege mit Bussen und Bahnen vor sich haben. Wenn man kein Online-Banking nutzen will oder kann, erhöhen sich die Kontoführungsgebühren eklatant. Das trifft wieder Menschen mit geringer Rente. In ihren Stadtteilen und Wohnorten finden sich keine Einkaufsmöglichkeiten mehr. Sie sind darauf angewiesen, dass Kinder oder Enkel mit ihnen einkaufen gehen oder ihnen die Einkäufe mitbringen. Alles dies schränkt die Selbstständigkeit stark ein. Wenn die Kinder oder Enkel überhaupt da sind und nicht irgendwo anders aus beruflichen Gründen, heute muss man ja flexibel sein, leben. Dann bleibt nur noch der teure Bringdienst oder, wenn man Glück hat, die ehrenamtliche Hilfe von der Kirche oder dem Generationenverein. Hier ist das Land gefordert, für eine gute Infrastruktur zu sorgen und die ärztliche Versorgung sicherzustellen. Wenn sie auch von der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert werden muss, das Land hat aber die Aufgabe, den Rahmen dafür zu schaffen, auch für vernünftige Bereitschaftsdienste und wohnortnahe Krankenhäuser. Das tun sie aber nicht. Im ersten Fall will sich die Landesregierung nicht mit der KV anlegen, und im zweiten Fall ist der Sozialminister sowieso der Meinung, dass kleinere Häuser auf dem Land geschlossen gehören. Das trifft aber ganz besonders die ältere Bevölkerung. Flächendeckend in Hessen benötigen Seniorinnen und Senioren Anlaufstellen, wo sie Beratung bezüglich Hilfen und sozialer Fragen erhalten,
wo es Angebote für Jung und Alt gibt, wo sie sich an Aktivitäten beteiligen können, wo sie zur Hilfe und Selbsthilfe, erhalten oder auch nur Treffpunkte sind, wo sie nicht immer viel Geld ausgeben müssen und mal einen Kaffee trinken können, das Gespräch suchen oder ein Gesellschaftsspiel spielen. Auch wenn es in inzwischen hoffentlich allen kreisfreien Städten und Kreisen Pflegestützpunkte gibt, ist dies nicht ausreichend für eine gute Versorgung. Notwendig ist gerade eine gute Infrastruktur für demenziell Erkrankte und ihre Angehörigen. Hier gibt es mehr Lücken als Versorgung. Da würde eine Informationsreise nach Rheinland-Pfalz die Augen öffnen, was man im Bereich Pflege, Demenzerkrankung und Pflegewohngemeinschaften alles machen kann und sollte. Die Landesregierung hat sich im letzten Jahr bei der Änderung des Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen massiv geweigert, die Möglichkeiten für ambulante, trägerorientierte Wohngemeinschaften zu eröffnen. Ich habe nicht verstanden, was das soll. Wenn der Sozialminister die Anzahl der Anzuhörenden bei der Novellierung des Gesetzes als Beleg anführt, dass das Gesetz sich bewährt hat, frage ich mich, was haben Sie, Herr Sozialminister, mit den zahlreichen Schreiben der Verbände gemacht, die die Politik dringend gebeten haben, das Gesetz so zu ändern, dass trägerorientierte ambulante Wohngemeinschaften eine Chance haben? In den Müll geworfen? Ignoriert? Man kann doch nicht so ignorant sein und dies noch als Bestätigung der eigenen Verhinderungspolitik darstellen. Das geht nicht, was Sie da machen. Warum dürfen Hessinnen und Hessen nicht in den Genuss eines betreuten Wohnens kommen, wenn sie älter sind und lieber in einer kleinen Wohnung statt in einem großen Heim leben wollen? Die Atmosphäre in den Pflegewohngemeinschaften entspricht meist eher dem gewohnten Lebens- und Wohnstandards. Die Möglichkeiten, individuell auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen, ist da viel größer. Der Kahlschlag beim sozialen Wohnungsbau trifft besonders die älteren Mieterinnen und Mieter. Bei 13.000 Wohnungen, die jährlich aus der Sozialbindung herausfallen, hilft es wenig, wenn jährlich 3.000 neue Sozialwohnungen in Hessen entstehen. Und wichtig wäre an der Stelle, dass die dann aber bezahlbar sind und barrierefrei wären. Und beides ist meistens nicht der Fall. Ein Aspekt des Alters ist auch das Angewiesensein auf Pflege. Das trifft etwa 15% der über 65-Jährigen. Und die Leistungen, die die Menschen erbringen, die dort pflegen, kann man gar nicht hoch genug anerkennen und anrechnen. Aber das tun wir auch immer wieder nur, indem wir ihnen wirklich warme Worte gewähren. Da gibt es viel, viel mehr zu tun. Es gibt in allen Bundesländern inzwischen einen Fachkräftemangel in der Altenpflege, denn man braucht auch oft die Unterstützung, auch wenn man zu Hause pflegt. Ein Stellenangebot für eine examinierte Altenpflegefachkraft wird im Bundesdurchschnitt 5 Monate lang nicht besetzt. Es dauert um 70% länger als bei anderen Berufen. Die Schere zwischen Bedarf und Fachkräften geht weiter auseinander. Dazu kommt, dass viele demnächst in die Rente gehen werden. Eine deutliche Mahnung an die Politik wie die Pflegeeinrichtung ist die Flucht der Beschäftigten in die Teilzeit. Das sind im stationären Pflege bereits mehr als die Hälfte der Fachkräfte. In den Pflegeeinrichtungen nimmt die Arbeit pro Bewohnerin zu, weil die Menschen erst später im Alter in die Einrichtungen kommen, weil die Krankenhäuser schneller entlassen und weil es mehr demenzerkrankte und multimorbide Bewohnerinnen und Bewohner gibt. Das heißt, es gibt hier eine enorme Arbeitsverdichtung, der man entgegenwirken muss. Der Druck in der Pflege nimmt weiter zu. Fehlende Kräfte führen zu einer Arbeitsverdichtung, die wirklich der Einhalt geboten werden muss, dadurch, dass eben mehr Menschen in der Pflege beschäftigt werden. Das heißt aber auch, wir müssen mehr aktiv an Werbung für diesen Beruf tun, und wir müssen die Rahmenbedingungen dieses Berufes deutlich verbessern. Wir sind gespannt, wie die Landesregierung das Pflegestärkungsgesetz II umsetzen will, das erstmals die Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Pflegepersonals in Pflegeeinrichtungen normiert. Und damit sollte man eben nicht bis 2020 warten. Und auch wenn ich der Hoffnung bin, dass wir bis dahin eine hoffentlich neue und sozialere Landesregierung haben. Besonders stiefmütterlich werden in Hessen die Altenpflegeschulen vom Land behandelt, wobei diese den Nachwuchs, der so dringend gebraucht wird, gut und umfassend ausbilden soll. Trotz des Altenpflegegesetzes werden die alten Pflegeschulen die angemessenen Kosten nicht erstattet, auch wenn der Minister immer wieder stereotyp das Gegenteil behauptet. Die geringe Erhöhung war weder sachgerecht noch ausreichend. Man sollte sich besser an der Förderung der Gesundheit und Krankenpflege orientieren, wenn man dort über die Kosten nachdenkt.
Und außerdem braucht man finanzielle Mittel, um über die Ausbildung und den Beruf zu informieren und Seiteneinsteigerinnen die Möglichkeit zu geben, die Ausbildung zu absolvieren. Es bleiben Fragen. Eine davon ist, ja, wo ist denn Oma? Der Lehnstuhl ist leer, wenn die Enkelin zu Besuch kommt. Ist Oma beim Flaschensammeln oder bei ihrem Minijob im Supermarkt, um ihre schmale Rente aufzubessern? Ist das der neue Blick aufs Alter? Den möchte ich nicht haben müssen. Leider ist das aber die Realität in diesem Land. Vielen Dank, Frau Schott. Als nächstes spricht Herr René Rock, Abgeordneter der Freien Demokraten. Bitte sehr. Fraktionsvorsitzender, Entschuldigung. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe mich an dieser Stelle geäußert, wie ich mich geäußert habe, weil es jetzt nicht um meine persönliche Einstellung zu irgendwas geht, sondern weil ich einfach feststelle, dass wir heute wieder eine Regierungserklärung besprechen, die in einer Abfolge von Regierungserklärungen steht, die deutlich macht, dass die Hessische Landesregierung scheinbar keine Lust mehr zum Regieren hat. Das ist vielleicht noch nicht bei jedem Abgeordneten angekommen der Regierungsfraktion, aber bei der Opposition ist es mehr als deutlich geworden. Und ich will Ihnen auch deutlich machen, warum. Ich will Ihnen auch deutlich machen, warum. Was sagen Sie, die gehen nicht freiwillig? Ja, gut, aber es gibt ja in anderthalb Jahren Wahlen, und die Wählerinnen und Wähler können sich ja jeden Montag, einmal im Monat dienstags ein Bild darüber machen, was diese Landesregierung vorhat. Und bei dieser wichtigen Frage der Senioren, des Alterns in Hessen haben Sie es wieder deutlich gemacht. Ich will es Ihnen an drei Beispielen noch einmal erklären. Wir haben über eines wirklich der größten Herausforderungen, die wir in der Politik haben, der Gesellschaft, die älter wird, zu tun. Und wir haben uns, glaube ich, bei allen Fraktionen, alle Parteien hinweg, in unseren Gremien, Fachausschüssen intensiv damit beschäftigt, an Lösungen getüftelt, vielleicht jeder so ein bisschen aus seiner politischen Richtung. Aber was legt uns die Landesregierung dazu vor? Also, der Minister hat ja nicht alles vorgelesen, was in der Rede stand. Er hat aus triftigen Gründen vielleicht das eine oder andere weggelassen. Aber eines der Themen war die Qualifizierung ehrenamtlicher Pflegebegleiter. Hört sich ja erst einmal gut an, dass das Land Hessen das unterstützt. Das Land Hessen fördert diese Maßnahme mit 40.000 €. Das ist nicht einmal die Stelle einer Sozialarbeiter, einer Sozialarbeiterin. Das ist hessische Seniorenpolitik. Sie haben abgehoben auf die Mehrgenerationenhäuser. 2011 hatten wir 28, die das Land unterstützt. Jetzt haben wir 39. In 6 Jahren sind 11 Mehrgenerationenhäuser dazugekommen. Das ist Ihnen ein Satz in der Regierungserklärung wert. Da kann ich nur sagen, Politik kann sich auch selbst klein machen. Sie tun das. Eine Initiative wie Handgerecht, Handwerker und die TU Darmstadt entwerfen eine Handreichung, wie können Handwerker im Baugewerbe länger auch im Alter arbeiten. Das ist eine gute Initiative, eine gute Idee, die das Handwerk der TU auf den Weg gebracht haben. Sie setzen sich mit drauf und sagen, auch die Landesregierung hat das ein bisschen gefördert. Aber ist das Ihr Ernst, dass wir mit diesen Initiativen ernsthaft die Alterung der Gesellschaft im Hessischen Landtag mit einer Regierungserklärung bedenken, oder sollten nicht die Ansätze anders weitreichender und grundsätzlicher sein? Und, Sie wollten wahrscheinlich noch irgendetwas bringen, das etwas bedeutender ist aus Ihrer Sicht als das, was Sie jetzt vorgetragen haben. Und darum haben Sie, das war im Manuskript nicht zu lesen, kurz die Deutschlandrente noch, diesen politischen Ladenhüter von Berlin, kurz in den Landtag gebeamt und haben den noch einmal kurz besprochen. Ich weiß gar nicht, ob Tarek Al-Wazir als Teil der Idee, ob er das überhaupt weiß, dass er einer der Gebärenden dieser politischen Idee ist. Aber das haben Sie noch einmal kurz in Ihre Rede reingefriemelt, um irgendwie irgendwas noch vorzutragen, was etwas mehr an Bedeutung hat. Und jetzt haben Sie das Pech, Herr Minister, dass Sie sich selbst einmal einen gewissen Maßstab gesetzt haben in der Politik. Das ist immer schlecht,
wenn man gewisse Maßstäbe sich setzt. Und worauf will ich hinaus? Sie haben ja in dieser Regierungserklärung mit dem Titel Neuer Blick aufs Alter, wir geben die passenden Antworten. Weiß nicht, vielleicht gab es mal eine andere Regierungserklärung, auf die dieser Titel gepasst hat. Diese war es jedenfalls nicht. Also macht man sich ja auf die Suche. Und dpa ist ja auch hilfreich, weil dpa hat uns ja den Hinweis gegeben, dass vor 5 Jahren es ja eine seniorenpolitische Initiative gab. Und wir haben ja auch bei Wikipedia gelernt, eine Regierungserklärung, da erklärt die Regierung was zu einem konkreten Anlass. Und dann sucht man als Abgeordneter aus der Rede, konnte man das ja nicht finden. Und dann hat dpa den kleinen Tipp gegeben. Und dann hat man natürlich auch mal reingeguckt, seniorenpolitische Initiative. Gut, war letzte Legislaturperiode, kann jetzt die heutige Landesregierung nichts für. Aber nichtsdestotrotz, was dort festgestellt worden ist, ist ja nicht ohne Belang. Und da kann ich Ihnen sagen, ist auch nicht alles neu, was Sie vortragen. Wenn man in die ersten Seiten guckt, da kann man lesen, wenn man vor diesem Hintergrund von alternden Gesellschaft spricht, muss man sogleich hinzufügen, das Alter hat viele Gesichter. Das haben Sie ja sehr deutlich, sehr ausführlich auch in Ihrer jetzigen Regierungserklärung noch einmal deutlich gemacht. Dort hat man es ein bisschen kürzer formuliert. Neue Altersbilder, neue Alterskulturen gibt es. Und dann haben sich, und das muss man sich mal deutlich machen, dann haben sich 3-4 Monate lang Fachleute, Politik, Wohlfahrtsverbände, also die Fachleute aus den Wohlfahrtsverbänden, Wirtschaft, Gedanken gemacht in fünf Arbeitsfeldern, was denn die handlungspolitischen Optionen und Dinge sind, die die Landesregierung nach vorne bringen soll. Da gab es 5 Themen. Die Senioren und Senioren im bürgerschaftlichen Engagement, das Ehrenamt. Dann gab es das Wohnen und das Wohnumfeld im Alter. Also Senioren, also Ehrenamt, gab es 5 konkrete Vorschläge. Bei Wohnen und Wohnumfeld gab es 7 konkrete Vorschläge. Gesundheit und Prävention im Alter gab es 5 konkrete Vorschläge. Ambulante und stationäre Pflege gab es 7 konkrete Vorschläge. Und ältere Migranten und Integration gab es nun einmal 6 konkrete Vorschläge, die in dieser Hochglanzbroschüre von Ihnen ja auch noch einmal deutlich ausgeführt worden sind. Dazu gibt es aber keine Stellungnahme in Ihrer Regierungserklärung. Was soll ich davon halten? Wie ernst nehmen Sie sich selbst und wie deutlich machen Sie den dort Engagierten, wie ernst Sie diese Menschen nehmen, die sich da 3-4 Monate hinsetzen, mit Ihnen gemeinsam Handlungsoptionen erarbeiten, die Sie dann nicht einmal mehr einer Betrachtung in Ihrer Regierungserklärung genau über dieses Thema würdigen. Da kann ich nur sagen, Herr Minister, das ist schlichtweg eine das ist schlichtweg nicht akzeptabel. Und darum sollten Sie sich, wenn Sie eine Regierungserklärung machen, doch zumindest einmal darüber im Klaren sein, was Sie selbst an Forderungen schon einmal formuliert haben, weil das ist das Mindeste, auf das Sie eingehen müssten. Und jetzt habe ich noch 12 Minuten. Und da Sie ja nicht so viel zu dem Thema gesagt haben und was notwendig wäre in dem Thema, und da Sie nun einmal gerade in den letzten Plenarwochen bei der Frage, wie gehen wir mit dem Hessischen Heimgesetz um, schon deutlich gemacht haben, dass Ihre eigenen Handlungsempfehlungen, die man in Ihrer eigenen Hochglanzbroschüre nachlesen kann, für Sie keine Relevanz haben. Es ist ja hier schon zur Sprache gekommen worden, ambulante Wohnform, Heimgesetz. Alle Anzuhörenden haben Ihnen deutlich gemacht, Handlungsbedarf. Handlungsbedarf. Ignorieren Sie einfach. Sie haben selbst festgestellt, wichtigstes Thema, eines der wichtigsten Themen, das hier aufgeführt worden ist, Wohnen im Alter, ambulante Wohnform, wird einfach von Ihnen ignoriert. Und dann stellen Sie sich hin, ein Plenum später, halten eine Regierungserklärung und tun so, als gäbe es diese Debatte gar nicht, die existenziell ist für viele Menschen, die ihnen ein Leben im Alter ermöglichen würde, wird von Ihnen ausgeblendet. Kann ich nur sagen, Thema verfehlt, Herr Minister. Was wäre notwendig bei dem Thema Wohnen im Alter? Es wären weniger Vorschriften nötig. Es wäre nicht so wie heute. Wir haben das ja von Verbänden schon gehört. Was sagt denn dann die Heimaufsicht, wenn ich so eine ambulante Wohnform in Gang setzen will? Ja, dann stellt doch einmal einen Antrag. Und wir sagen nachher, ob das noch geht oder nicht. So kann man doch nicht mit den Leuten umgehen. Setzen Sie Regeln.
und setzen Sie Maßstäbe, in denen die Menschen, die in unserem Land leben und die herausgefordert sind, und Sie haben es ja selbst beschrieben, ich glaube, jeder hier im Raum hat jemanden in seinem Umfeld oder in der eigenen Familie, der gepflegt werden muss oder der in einem Heim ist. Jeder von uns kennt diese Situation, und jeder muss sich mit dieser Herausforderung auseinandersetzen. Und dann sagen Sie uns doch nicht, dass das nicht ärgerlich ist, wenn ich zu viele Regeln habe, die ich beachten muss und, sagen wir, flexible Lösungen vor Ort nicht möglich sind. Nicht möglich sind, weil Sie nicht die Rahmen setzen, die notwendig wären. Und das ist das, worüber Sie hätten sprechen müssen. Sie hätten heute darüber sprechen müssen, Herr Minister, welche Rahmenbedingungen wollen wir als Hessen für die alternde Gesellschaft setzen, dass die Menschen, die in Hessen leben, diese Herausforderung selbstbestimmt bewältigen können. Das haben Sie heute nicht getan. Und wir dürfen auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir als Staat all diese Lebenslagen bewältigen können für die Menschen und dass wir für all diese Lebenslagen als Staat eine Antwort haben. Aber wir sollen doch bitte schön uns den Menschen auch nicht entgegenstellen. Und wir sollen es den Menschen auch noch nicht schwieriger machen, als es sowieso schon ist. Darum, Herr Grüttner, gehen Sie noch einmal in sich und überlegen Sie noch einmal, können Sie nicht doch eine Lösung finden, dass ambulante Wohnformen möglich sind? Und können Sie nicht endlich diese ständig vor sich hergetragene Angst, ambulante Dienste könnten schlecht arbeiten oder könnten die Menschen schlecht behandeln, endlich dieses Thema von sich weisen und sagen, es gibt in dem Bereich die Bürger, die eine Lösung brauchen. Es gibt den Staat, der einen kleinen Teil davon oder einen Teil davon finanziert. Und dann gibt es auch private Anbieter oder Anbieter aus der freien Wohlfahrtspflege, die die Menschen dabei unterstützen müssen. Und das ist die Grundvoraussetzung. Und jede Familie selbst muss versuchen, mit dem Geld, was sie hat, mit dem, was sie selbst einbringen kann als Familie, Lösungen zu finden, dass der Vater, die Tante, der Verwandte eben so lange wie möglich in seinem Wohnungsumfeld bleiben kann. Und da sollten wir als Staat klarmachen, hier sind unsere Rahmenbedingungen, darin könnt ihr handeln, und das sind Unterstützungsangebote. Und das ist der richtige Weg, den wir gehen müssen. Und eine zweite wichtige Säule, es ist hier auch irgendwo angeklungen, ist die Frage, wer erbringt denn diese Leistung? Wer unterstützt denn die Familie? Uns ist doch heute jedem klar, dass die Familien, die zwei, drei oder vier Kinder haben, die sich heute um die älteren Menschen kümmern, die werden weniger werden, sondern es wird ganz viele Einkindfamilien geben, wo ein Kind sich um zwei alternde Elternteile kümmern muss, wo natürlich vielleicht einer der Eltern erst einmal noch selbst aktiv ist, aber wo man ganz klar sagen muss, diese Möglichkeiten der Pflege in der Familie ohne professionelle Unterstützung wird perspektivisch immer schwieriger. Und darum brauchen wir deutlich mehr Fachkräfte in diesem Bereich. Und dazu muss alles verhindert werden, das den Zugang der Fachkräfte in diesem Bereich erschwert. Und dann, Herr Minister, sind wir bei dem zweiten großen Bereich, wo Sie, aber auch die Landesregierung, aber das muss man klar sagen, auch die Bundesregierung, einfach die Weichen nicht richtig stellt. Wenn Sie jetzt eine Ausbildungsreform in einem System, das sozusagen um jede eigene Fachkraft, um jede einzelne Fachkraft ringt, Sie einen Ausbildungssystemwechsel in Gang setzen, ohne den auch nur annähernd ordentlich strukturiert zu haben und ohne ausreichend zu wissen, was Sie damit lostreten, ist das ein Stück weit extrem mutig, und das Problem wird sein, dass gerade bei Umstellung von Systemen, das wissen wir alle, enormer Sand ins Getriebe kommt. Und wir haben bei der Frage der Anzahl der Pflegekräfte jetzt schon eine sehr, sehr angespannte Situation. Und wenn man sich die Alterspyramide der Pflegekräfte anguckt, kann man genau ablesen, wie sich diese Situation weiter verschärft. Jeder der Abgeordneten hier, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, wissen das ganz genau. Das ist kein Hexenwerk, das ist reine Statistik. Und wenn ich jetzt in dem System, in dem alles auf Naht genäht ist,
nicht überlege, wie packe ich oben was drauf, sondern ich gehe jetzt in das System rein und sage, jetzt mache ich mal alles anders. Und mich dann nachher beschwere, warum funktioniert das alles nicht. Und wie ich ja jetzt auch erfahren habe, ist es eine schöne Möglichkeit, dass das Land womöglich bei dem Zuschuss der Pflegeschulen noch ordentlich Geld spart. Das soll jetzt anders finanziert werden. Aber wie genau ist auch noch nicht klar. Also es sind so viele Fragezeichen für eine Reform in einer Ausbildung in einem System, das absolut auf Kante ist. Wie man das verantwortungsvoll als Landesminister vorantreiben kann und sich hierhin stellt und keinen Ton in seiner Regierungserklärung zu diesem Thema sagt, das kann ich nicht nachvollziehen. Und das ist etwas, was ich Ihrer Landesregierung einfach vorwerfen muss. Es ist nicht nur so, dass Sie sich in Ihren Regierungserklärungen klein machen. Sie sind ja scheinbar gar nicht mehr in der Lage, selbst die größten Probleme zu erkennen und zu beschreiben in Ihrer Regierungserklärung. Von Lösungen reden wir ja noch gar nicht. Sie haben ja gesagt, Sie hätten passende Antworten, aber Sie haben ja noch nicht einmal das Problem für diese Antworten, die Sie nicht hatten, hier beschrieben. Und wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, das glaube ich nicht, Sie wollen es einfach nicht beschreiben. Sie denken, Sie machen hier Vogelstrauß, stecken den Kopf in den Sand, ignorieren das, was auf Sie zukommt, und damit kämen Sie irgendwie durch. Aber das funktioniert hier nicht. Die Demografie ist etwas, was einfach voranschreitet, was enorme Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat, dass die Denkweise der Menschen verändern wird und das auch dazu führen wird, dass wir Rahmenbedingungen verändern müssen. Und ich warne noch einmal davor, auch vielleicht in Richtung der Linkspartei, die Frage, wie kann man diese Situation alternder Gesellschaft auffangen, ist nicht eine Frage von, wer kriegt 100 € Rente mehr oder weniger. Das ist für den betroffenen Einzelnen, Frau Schott, das ist für den betroffenen Einzelnen ein Thema. Aber wir müssen trotzdem versuchen, diese Struktur, die auf uns zukommt, welcher Systemwechsel ist notwendig, welcher ist notwendig, damit wir als Gesellschaft, die Menschen, die hier leben, diese Herausforderung bewältigen können, die auch gleichzeitig Chance ist. Weil wir freuen uns doch alle darauf, dass wir länger gesund sein können. Wir freuen uns alle darauf, dass wir länger aktiv sein werden. Der Minister freut sich noch auf eine weitere Amtszeit, hat er durchblicken lassen. Ich kann nur sagen, Minister Grüttner, da müssen Sie noch eine Schippe drauflegen, sonst wird es nämlich ganz schön eng. Weil mit dem, was Sie heute vorgestellt haben in dieser Regierungserklärung, glaube ich kaum, dass Sie irgendjemand, der sich mit dem Thema beschäftigt oder der im Leben steht und diese Probleme bewältigen muss, dass Sie den heute von dieser Landesregierung überzeugen konnten, weil das ist einfach zu dünn. Und aus meiner Sicht, glaube ich, sollte man das sich gut überlegen, wenn man solche Maßstäbe setzt, wie Sie das gemacht haben. Sie haben hier fast 30 oder über 30 Maßnahmen ausgeführt, von denen Sie heute keine einzige auch nur tangiert haben. Sie haben wichtige Bereiche, die uns ganz konkret herausfordern und Sie als Landesgesetzgeber ganz konkret herausfordern, mit keinem Ton in dieser Regierungserklärung erwähnt. Wenn Sie so an dem Thema vorbeireden, müssen Sie sich auch so eine harte Kritik gefallen lassen. Wenn Sie dieses wichtige Thema heute auf die Tagesordnung setzen und in Worthülsen und in kleingemachten Projekten über dieses Thema reden, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie so eine Antwort aus dem Hessischen Landtag erhalten. Das war viel zu wenig. Es war nicht einmal das Problem erkannt und beschrieben. Und keine Ihrer Vorschläge ist hinreichend, um dieses Problem oder diese Herausforderung anzugehen. Und darum, lieber Herr Minister Grüttner, da muss deutlich mehr kommen. Und da muss die Hessische Landesregierung noch einmal deutlich nacharbeiten. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Für die CDU-Fraktion hat sich Frau Klaff-Isselmann zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Stellen Sie sich vor, dieses Land war völlig verwüstet. Kein Stein stand mehr auf dem anderen, nichts funktionierte mehr. Das war das Jahr 1945. Ab diesem Zeitpunkt begannen damals gerade auch junge Menschen, viele Frauen und daheimgebliebene oder bereits zurückgekehrte Männer, die Trümmer zu beseitigen und unser Land wieder aufzubauen. Sie arbeiteten hart, so hart, dass sie uns zum sogenannten Wirtschaftswunder
in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts geführt haben. Die jungen Menschen von damals, das sind unsere Vorfahren, unsere Eltern, Mütter, Väter, Großeltern, wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihre großartigen Leistungen von einst. Auch aus diesem Grund sind wir verpflichtet, das alltägliche Leben unserer älteren Mitbürger, unserer Mütter und Väter, mit aller Kraft gut zu gestalten und mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ideenreich zu fördern. Wir liefern die Rahmenbedingungen für einen würdevollen, selbstbestimmten Lebensabend. Dazu gehört, dass wir auf die Bedürfnisse unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger eingehen, ihnen zuhören, sie verstehen und umsetzen, was sie benötigen. So können wir sie in ihrer jeweiligen Lebenswirklichkeit abholen und sie unterstützen. Und ich denke, nein, ich weiß, dass die hessische Sozialpolitik genau dieses tut und dies selbstverständlich immer noch zu verbessern bereit und in der Lage ist. Ältere Menschen haben nach wie vor eine Stimme, eine wichtige, und das nicht nur als Wählergruppe mit der höchsten Wahlbeteiligung auf allen Ebenen. Sie verfügen auch über eine Stimme in Gremien, ihre Gremien, um ihre Interessen direkt und selbst zu vertreten, von der Kommune bis zum Bund. Und hier spreche ich von Hessen und z.B. der – und Frau Alex, hören Sie bitte zu – der Landesseniorenvertretung Hessen e.V. So heißt sie tatsächlich. Eine gute Sache, eine wichtige Organisation. Sie ist sowohl Sprachrohr nach außen als auch Ansprechpartner intern für ältere Menschen. Sie bietet Schulungen und Fortbildungen auf allen Ebenen an. Schulungen. Ich finde es übrigens äußerst respektlos, wie Sie hier bei den LINKEN sich unterhalten, während ich hier eine Rede halte. Äußerst respektlos. Die Hessische Landesseniorenvertretung bietet Schulungen zu Seniorenthemen, gerade für die inzwischen über 130 örtlichen Seniorenräte, Seniorenbeiräte oder Interessensvertretungen für ältere Menschen. Die Landesseniorenvertretung ist unverzichtbar und nicht wegzudenken in der seniorenpolitischen Landschaft. Eines dürfen wir nicht vergessen. Es geht nicht nur um sehr alte Menschen. Wir sprechen, wenn wir über Ältere reden, über eine Altersgruppe von Menschen zwischen 60 und 100 Jahren. Das sind genau genommen zwei Generationen. Dazu gehören die in den 50er Jahren Geborenen ebenso wie die um 1920 Geborenen, jene, die die Nachwehen des Ersten Weltkriegs erlebt und den Zweiten Weltkrieg durchlitten haben. Wir sprechen von aktiven, gesunden Menschen und von Menschen, die auf Hilfe, Unterstützung und Pflege angewiesen sind. Das verdeutlicht, welche Herausforderungen Seniorenpolitik heute gewachsen sein muss. Wir reden über sehr verschiedene Lebenswirklichkeiten mit vielfältigen Bedürfnissen. Wer heute 60 Jahre alt ist, steht meist voll im Berufsleben. Erst mit 67 Jahren geht man in Kürze in Rente. Was allerdings bietet der Arbeitsmarkt dem älteren Menschen? Leider ist es heute traurige Realität, dass viele Unternehmen kaum noch Mitarbeiter im Alter von 55 oder 60 Jahren anstellen wollen. Sie verzichten damit ohne Not auf das hohe Maß an Kompetenz und Erfahrungsschatz älterer Menschen. Lieber zahlt man eine hohe Abfindung, als jemanden weiter zu beschäftigen. Dem Unternehmen geht also nicht nur ein loyaler und erfahrener Mitarbeiter verloren, sondern auch ein Mensch, der sich mit seinem reichen Wissen die Firma definitiv bereichern könnte. Dies ist ein Zustand, den wir uns nicht wünschen, den wir auch nicht fördern. Im Gegenteil, wir fordern alle Unternehmen auf, sich auch auf Menschen über 50 zu konzentrieren. Denn sie werden es ihnen doppelt und dreifach danken. Da können Sie sicher sein. Wir alle kämpfen heute mit dem Fachkräftemangel. Wie können wir da auf bewährte Fachleute verzichten?
Wo es an der Zeit mangelt, einen jungen Mitarbeiter zu qualifizieren, könnte ein älterer Mitarbeiter die Patenschaft für einen solchen jungen Mitmenschen übernehmen. Ich sehe einen großen Bedarf darin, bestehende Arbeitsstellen anzupassen, sodass dort Jung und Alt gemeinsam arbeiten und voneinander lernen können. Das steigert die Achtsamkeit in Bezug auf die Leistungsfähigkeit Älterer und die Sensibilität im gegenseitigen Umgang. Es gilt, die Arbeitsinhalte den Fähigkeiten anzupassen. Glauben Sie mir, ältere Mitarbeiter können noch sehr viel leisten. Und wenn sie vielleicht auch nicht als Schaffer, dann vielleicht als Lehrender unterwegs sind. Das Projekt Handgerecht ist hier hilfreicher Ratgeber, insbesondere für kleinere Betriebe im Baugewerbe. Natürlich ist es eine große Herausforderung, gerade auch für die Unternehmer. Aber dieses Spannungsfeld gehört es neu zu gestalten. Der Respekt vor den Erfahrungen älterer Mitarbeiter ist es, den wir vermissen. Eine persönliche Leistungsfähigkeit eines Mitarbeiters zu erkennen und zu gestalten, lässt ihn zum Gewinn aller werden. Es gehört selbstverständlich dazu, dass alle Möglichkeiten der gesundheitlichen Prävention außerhalb und zunehmend auch innerhalb des Unternehmens getroffen werden. Arbeitsschutz ist Pflicht im Betrieb. Hier steht die Politik an der Seite der Mitarbeiter wie auch der Unternehmer. Die Wissens- und Praxisplattform Beschäftigungsfähigkeit wird in Kürze umfassende und systematische Informationen zum Thema attraktive, sichere und gesunde Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Wer seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine sichere Umgebung bietet, der profitiert von leistungsbereiten und motivierten Angestellten, auch im Alter. Werte Kolleginnen und Kollegen, ältere Menschen sind im gesellschaftlichen Leben und dessen Gelingen unersetzbar. Sie sind nicht wegzudenken. Das wäre sozialer Zusammenhalt, Sport und Kultur ohne den unentgeltlichen Einsatz der älteren Generation. Ehrenamtlichkeit wird bei den Älteren großgeschrieben und ist für sie gewissermaßen selbstverständlich. Das müssen wir immer wieder hervorheben, loben und mit Dank versehen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die reiche Lebenserfahrung Älterer zu nutzen und ihren unermüdlichen Einsatz zu fördern. Zu diesem Zweck helfen die vom Land unterstützten Freiwilligenagenturen beim Zusammenführen von Helfern und Vereinen oder Organisationen, die der Unterstützung bedürfen. Als Mittler von Interessen agieren sie nach dem Motto, hier wird zusammengeführt, was zusammenkommen will und zusammenkommen kann. Es ist für alle eine Win-Win-Situation. Was aber macht Seniorenpolitik heute noch aus? Es ist unter anderem das Unterstützen von bürgerschaftlichem Engagement. Es ist das Ermöglichen von persönlichem Mitgestalten vor Ort. Und es ist das Sicherstellen der Selbstbestimmtheit eines jeden Menschen. In vielen Städten wachsen sozialraumbezogene Initiativen zur Entwicklung seniorenfreundlicher Strukturen. Vom Land Hessen initiiert gibt es die Familienzentren und Mehrgenerationenhäuser, die sind Ihnen allen wohl bekannt. Nachbarschaftstreffs sind nicht nur Orte, um sich auszutauschen. Sie sind auch hervorragende Kontaktbörsen für gemeinsame Unternehmungen, vom Theaterbesuch bis zum Wandern. Vor allem tragen sie zu etwas Wichtigem bei. Sie vermeiden das Aufkommen von Isolation und Einsamkeit, einer Geißel vieler älterer Menschen. Auch können dort ältere Menschen ihre Talente anbieten und nützlich einsetzen. Wissen und Können finden hier Anwendung. Warum sollen Ältere nicht Nachhilfe geben oder Begleitung beim Start in die Erwerbstätigkeit leisten? Oder warum nicht eine Dienstleistung anbieten, vom Reparieren bis zum Rasenmähen? Warum nicht einen Großelterndienst oder eine Einkaufshilfe errichten? Hier bieten sich mannigfaltig Möglichkeiten, die sicher auch dann genutzt werden. Das ist miteinander und füreinander der Generationen und Kulturen im großen Stil. All das geschieht bereits in unseren Städten oder ist im Aufbau begriffen. Denn Integration
und soziale Kompetenz lässt sich im freiwilligen Miteinander besonders anschaulich lernen und herstellen. Niemand darf es dem Zufall überlassen, wie sich unsere Zukunft entwickelt. Alle sind Teil des Gestaltens. Es ist das Engagement aller, welches die Qualität unseres Miteinanders gestaltet. Werte Kolleginnen und Kollegen, die meisten Menschen wünschen sich, noch Wurzeln schlagen zu können und in ihrer eigenen vertrauten Umgebung zu leben. So geht es auch den älteren Menschen. Der Begriff Heimat ist hier zutreffend. Er beschreibt genau dieses Lebensgefühl. Die Seniorenpolitische Initiative des Landes Hessen hat die Broschüre Wohnen in Hessen gemeinschaftlich und generationenübergreifend angestoßen und realisiert. Wohnen im Alter heißt Wohnen bleiben im Quartier. Man möchte so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden verweilen. Denn wer lässt sich schon gerne entwurzeln? Wir freuen uns doch über eine gewohnte Umgebung, bekannte Gesichter und Freunde. Das ist es, was Lebensqualität ausmacht. Damit Bewährtes auch bestehen kann, gibt es Möglichkeiten, das eigene Zuhause entsprechend anzupassen. Sie alle kennen die vom Land Hessen geförderte Fachstelle für Wohnberatung in Kassel. Hier werden auch Personen ausgebildet, die Wohnberatung vor Ort vornehmen. Man kann seine Wohnung umgestalten lassen zu einer seniorengeeigneten Umgebung, die möglichst barrierefrei ist. Auch hier erhält man Unterstützung mit Rat, Tat und gegebenenfalls auch finanziell. Darüber hinaus sind die sogenannten Senioren-WGs, das Mehrgenerationen-Wohnen oder die Bildung von Genossenschaften neue Wohnformen, die sich einer wachsenden Beliebtheit erfreuen. Sie fördern das gemeinsame Geben und Nehmen. Wer aber nicht um persönliche Unterstützung und Pflege herumkommt und auf eine professionelle Hilfe angebieten ist, für den stehen auch kleinere, ambulante Wohneinheiten zur Verfügung. Der Weg dazu wurde in Hessen gerade gesetzlich geregelt. Das Alter zeigt aber nicht nur die erwähnten Sonnenseiten. Nicht selten kommt hinzu, dass Körper oder gar Geist nicht mehr so mitspielen, wie man es von einst gewohnt war und wie man es natürlich für selbstverständlich hält. Auch diesem wichtigen Thema der Pflege widmen wir uns erfolgreich. Hier hat uns die Pflege und Betreuung in der Familie und unter Freunden einen hohen Stellenwert. Für viele ist sie selbstverständlich und wird in den meisten Fällen zu Hause geleistet. Jedoch bedeutet diese aufopferungsvolle Hingabe eines Menschen an seine Eltern oder Verwandten, nicht selten über einen sehr langen Zeitraum hinweg geleistet, ein hohes Maß an Belastung. Für alle Beteiligten übrigens. Nach der Erziehungsleistung für die eigenen Kinder sind faktisch ein weiteres Mal im Wesentlichen Frauen für diese Fürsorge betroffen, gerade wenn es darum geht, die Erwerbsbiografie zu gestalten, oft genug auch zu unterbrechen. Neben der physischen und psychischen Belastung kommen dann noch Einschränkungen im finanziellen Bereich und der beruflichen Entwicklung hierzu. Hier sollen das Pflegegeld sowie ein Anerkennungswert für die Rente Abhilfe schaffen. Die Pflege ist ein gern geleisteter Dienst, ein Dienst an der Gesellschaft. Die Pflege wird aber gesellschaftlich nicht ausreichend anerkannt, ob im Privaten oder im Beruf. Auch hier gilt es, Dank zu sagen, Dank für diese großartige Arbeit, die so viele Menschen freiwillig und unentgeltlich leisten. Dennoch bleibt noch etwas zu tun. Die Hessische Initiative Beruf und Pflege vereinbaren wurde ins Leben gerufen, und die Charta zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sensibilisiert viele Unternehmer, gerade in diesem Thema tätig zu werden. Die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. In Hessen gibt es dankbarerweise ausreichend viele stationäre Pflegeeinrichtungen. An dieser Stelle möchte ich zumindest auch die Pflegeleistung in der ambulanten oder stationären Hospizbegleitung erwähnen. Die Pflegeberufe müssen natürlich noch weiter aufgewertet werden. Gerade für jüngere Menschen müssen sie noch deutlich attraktiver gestaltet werden.
Das Land Hessen wirkt mit, der Pflegeausbildung einen neuen Rahmen zu verschaffen und so mehr Menschen für diesen Beruf zu interessieren. Es ist eine sehr dankenswerte Aufgabe mit starken positiven Rückmeldungen und Dankbarkeit durch die Betroffenen. Derzeit hat die Zahl der Auszubildenden in der Pflege einen aktuellen Höchststand erreicht und mit über 5.300 Anwärterinnen und Anwärtern rechnen wir zurzeit. Noch vor wenigen Jahren war diese Zahl nur halb so hoch. Das gilt es anzuerkennen, was da in dieser kurzen Zeit geleistet worden ist, um deutlich mehr Menschen für diesen Beruf zu interessieren. Nicht zu vergessen sind die ehrenamtlichen Pflegebegleiter, die Entlastung für viele pflegende Angehörige bieten. Wir werden dafür Sorge tragen, dass jenen, die sich um die älteren pflegebedürftigen Menschen kümmern, weiterhin viel Anerkennung widerfährt. Unser hessischer Pflegemonitor ist ein allseits bekanntes Steuerungsinstrument bei der Ausbildungsplanung. Ich komme langsam zum Schluss und möchte noch auf das Problem der vollen Praxen in den Städten hinweisen sowie der schwierigen ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum. Dank des Hessischen Gesundheitspaktes 2.0 können regionale Gesundheitsnetze mit lokalen Gesundheitszentren geschaffen werden. Diese gewähren die medizinische Betreuung der Menschen vor Ort. Natürlich blicken wir auch in die Zukunft. Hier werden wir die enorm wichtige und hilfreiche Entwicklung der Telemedizin sowie des E-Health berücksichtigen und fördern, wo es nur geht. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir sind da für alle älteren Menschen. Mein Respekt vor der Lebensleistung älterer Menschen und der gebührenden Fürsorge für sie ließ mich meine Worte ohne kabarettistische Einlage finden. Mein Respekt vor der Lebensweisheit meiner Großmutter ließ mich ihren Satz „Hochmut kommt vor dem Fall“ verinnerlichen. Wir unterstützen und helfen den Menschen in jeder Lebenslage und für jede Lebenswirklichkeit. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen. Denn nur gemeinsam und generationenübergreifend und auch überparteilich gelingt es uns, diese Gesellschaft sogar noch besser zu gestalten, als es uns bereits jetzt schon gelingt. Danke schön. Danke, Frau Klaff-Isselmann. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Regierungserklärung entgegengenommen und besprochen. Und wir machen den Dringlichen Antrag der Regierungsfraktionen geben wir in den Sozial- und Integrationsausschuss. Das machen wir so. Damit ist dann dieser Tagesordnungspunkt erledigt.